Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag, Happy Monday und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, Freunde, ich sehe die Unterlassungserklärungen, ich sehe den Hate, ich sehe die Wut. Guess what? I don't care. Ich habe heute ein Video für euch mit Produkten, die meiner Meinung nach ihr Geld nicht wert sind. Was nicht unbedingt bedeutet, dass die Produkte schlecht sind. Am Ende, das Ergebnis ist wahrscheinlich wieder nett. Alles wunderbar, aber ich glaube, ihr kennt meine Videos immer so ein bisschen und ihr wisst, dass ich kein Blatt vor den Mund nehme. Vor allen Dingen, wenn es um High-End-Produkte geht, die wirklich, wirklich teuer sind. Und ich habe fast alle dieser Produkte selber gekauft und habe dadurch aber nochmal einen ganz anderen Bezug zu, ist es das wirklich, wirklich wert? Und ich glaube, vor allen Dingen bei High-End-Produkten ist es wichtig, dass man nicht unbedingt etwas schönredet. Ich glaube, bei Lippenstiften aus der Drogerie kann man immer mal von einem oder dem anderen Punkt absehen oder vielleicht bei einem Puder oder so, wo man sagt, aber für 2 € ist das okay. Hier haben wir wirklich Produkte, die weit über die 50-Euro-Marke hinausgehen und da finde ich, ist es für ein Make-up-Produkt schon, und das ist schon eine Hausnummer. Deswegen werden wir heute ein Fullface mit Produkten schminken, die meiner Meinung nach nicht ihr Geld wert sind. Kleiner Disclaimer, wie immer bei solchen Videos. Falls ihr eins von den Produkten habt und es für euch funktioniert, I love it. Ich freue mich wirklich für euch. Und ich sage auch nicht, dass die Produkte nicht funktionieren. Ich sage einfach nur, dass es zu den Produkten eigentlich bessere, günstigere Alternativen gibt. Teilweise wirklich sogar 1:1 Dupes. Und deswegen quatschen wir gar nicht lange und fangen an. Und zwar mit dem ersten Produkt. Und das ist die Magic Cream Light. Ihr kennt die Magic Cream von Charlotte Tilbury. Ich liebe sie über alles. Wirklich eins der besten Produkte in Sachen Make-up-Vorbereitung. Die gibt es in der Light-Version und das verstehe ich nicht. Wenn ich schon, weiß nicht, was sie jetzt kostet, ich habe es euch hingeschrieben, so viel Geld für ein Produkt ausgebe, dann möchte ich sie nicht in Light haben, sondern dann möchte ich die volle Dröhnung haben. Denn, also, der Effekt ist ähnlich, aber ich finde es so ein bisschen unnötig. Also ihr habt einen wunderschönen, frischen Glow. Sie ist nicht ganz so schwer, aber ich sehe keinen großen Unterschied dazu. Und dafür finde ich sie einfach dann zu teuer. Dann gebe ich lieber die paar Euro mehr aus und habe wirklich die volle Version, anstatt hier in so einem sehr, sehr schweren, super unhandlichen Flakon. Das ist Glas und das ist extrem schwer. Und hier sind auch nur 50 Milliliter drin, aber das wiegt bestimmt 150 Gramm. Und das ist schon, ne? Preis-Leistung ist eh bei Magic Cream schwierig. Hier verstehe ich den Sinn dahinter gar nicht. Jetzt bin ich gespannt, was ihr erratet, was als nächstes kommt für die Base. Da habe ich lange überlegt, weil, sind wir mal ehrlich, eigentlich bin ich recht fein mit vielen Foundations. Und ich bin auch mit der Foundation, die jetzt gleich kommt, fein. Aber zwei Sachen. Ich starte mit dem Primer. Das ist der Gucci Serum Beauty Fluid Soyeux ist ein Primer von Gucci. Schönes Packaging, schönes Design. Sehr, sehr teuer finde ich das, dafür, was es eigentlich ist. Im Prinzip ist es nur ein Pore-Blurring-Primer mit ein bisschen Feuchtigkeitspflege. Der ist sehr stark parfümiert, was ich persönlich bei Produkten, die direkten Hautkontakt haben, nicht unbedingt brauche. Also ich habe keine Probleme mit Duftstoffen, ihr kennt mich, aber das ist schon sehr intensiv. Und wenn ich eine Foundation von Dior beispielsweise benutze, habe ich ja meistens trotzdem irgendwie immer einen Primer mit drunter, der noch so ein bisschen dazwischen liegt. Aber das bleibt alles auf der Haut. Ich habe auch das Gefühl, dass er so ein bisschen die Poren verstopft. Es ist ein schöner Primer, aber das Verrückte ist, der sieht jetzt frisch aus und der wird matt. Und dann wird er nicht so schön matt wie ein Pore Blurring Primer, sondern wenn ihr ihn nicht ordentlich einarbeitet, dann wird der sehr uneben matt. Ich hatte eine Review dazu gemacht und fand das auch alles in Ordnung. Aber wir müssen halt so ein bisschen im Verhältnis sehen. Ne? Die Foundation kostet 40, 50, 60 Euro. Kriege ich eine gute Alternative dazu? Und das ist ja so ein bisschen, was mein Kanal ausdrücken soll. Ich teste teure Sachen, ich teste günstige Sachen und ziehe so ein bisschen Vergleiche. Das ist ja auch das, was ihr immer ganz gerne mögt. Aber wisst ihr, das ist so ein Ding. Online Foundation kaufen finde ich persönlich schon schwierig. Und wenn jetzt das ganze Corona-Thema nicht gewesen wäre, wäre ich nicht in eine Gucci-Filiale gegangen und hätte gesagt, hi, ich hätte gern Color Match für meine Foundation. Bist du, ne? Und dann ist das schon wild. Ich habe 2 gekauft, beide passen nicht. Deswegen benutzen wir diese Foundation. Ich kriege das Finish auch in der Drogerie. Das ist kein... Irgendwas ist in meinem Mund gerade. Der Primer vielleicht. Das ist kein Finish, wo ich sage, das ist es
wert, das Geld dafür auszugeben. Ich habe ein Produkt, was ich gerade wirklich auf Herz und Nieren teste. Das ist hier von Chanel. Das ist ein Produkt, wo ich sage, okay, dazu gibt es keine vernünftige Alternative. Aber ich habe zu der Huda Beauty eine gute Alternative. Ich habe zu der Dior eine gute Alternative aus der Drogerie. Zu der gibt es 20 Foundation-Alternativen aus der Drogerie. Ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich nehme ein bisschen was hier auf meinen Handrücken und wir machen wie immer eine halbe Seite. Die ist natürlich jetzt sehr, sehr hell. Ich hatte sie am Anfang des Frühjahrs gekauft, glaube ich. Und in Kombination mit dem Primer wird sie recht schnell auch matt. Also das ist für mich so ein Ding. Im heißesten Sommer würde ich sie benutzen. Im heißesten Sommer passt die Farbe aber nicht. Dafür kann Gucci nichts, dafür kann nur ich was. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Produkte ihr bereut gekauft zu haben. Weil ich finde, das ist immer eine ganz gute Sache, wenn ihr auch so ein kleines Feedback an die anderen Jungs und Mädels aus der Community geben könnt, um vor Fehlkäufen zu bewahren. Die schönste Nachricht, die ich regelmäßig kriege, ist: Danke dir, ich habe ein Produkt, wollte ich eigentlich haben. Du hast ein Video dazu gemacht und hast mich bewahrt vor einem Fehlkauf. Klar, Make-up ist immer sehr, entweder es gefällt oder es gefällt nicht, aber ich probiere ja immer alle Informationen zu einem Produkt zu geben. Und das freut mich natürlich immer, wenn ich euch vor eurem hart verdienten Geld unnötig ausgeben ersparen kann. Deckkraft ist eine Medium-Deckkraft, würde ich sagen. Sie haben damals gesagt, das ist eine Light-Deckkraft. Finde ich jetzt persönlich nicht. Ich benutze auch meinen eigenen Beauty-Schwamm und arbeite mir die mal ein. Dadurch wird die Deckkraft ein bisschen höher. Es ist nichts Besonderes. Ich glaube, es ist nichts Besonderes. Trifft es ziemlich, ziemlich gut. Und es gibt mir auch nicht das Luxus-Make-up-Gefühl. Ich weiß nicht warum. Ich habe schon einige Sachen natürlich ausprobieren können und das ist bei Chanel ist es zum Beispiel was anderes. Obwohl das Plastik ist, habe ich hier auch vom Packaging her eher ein anderes Gefühl beim Auspacken. Genauso wie bei der normalen Magic Cream von Charlotte Tilbury. Da hast du Haptik im Packaging, da hast du was Besonderes und das ist einfach so eine Foundation in einer Glastube. So, wer sieht aus wie ein Simpson? Exactly. Me. Farbe passt nicht, das Finish ist nicht schön, ihr kennt meine Haut, wie sie mit anderen Foundations aussieht. Sie lässt sich auch nicht sehr, sehr sonderlich gut verteilen. Genug gelästert über diese Foundation. Ich habe ein Produkt, was ich bis heute nicht verstanden habe. Und das ist der Shape Tape Glow Wand. Das ist von Tarte ein Produkt, was man sollte das in den Concealer machen. Das war schrecklich. Man sollte es über den Concealer machen. Das hat den Concealer aufgelöst. Man kann es so ein bisschen als Liquid Highlighter benutzen. Ich habe hier die Farbe A Glow. Man muss echt ganz besonders vorsichtig sein, weil ich glaube, ihr seht schon, ne? Ich gebe es mir mal hier unter die Augen. Also ich hab den Sinn von diesem Produkt nicht verstanden. Was möchtest du sein? Möchtest du ein Concealer sein oder möchtest du ein Highlighter sein? Ich vermute, dass das so ein bisschen dupe-mäßig sein sollte zu dem Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter Ding. Aber dann gebe ich die 10 Euro mehr aus und habe wirklich das 20-fache an Menge, habe eine viel, viel schönere Formulierung, einen viel, viel schöneren Effekt und habe hier gleich dann das richtige Produkt. Das ist eine Sache, das verstehe ich nicht, warum teure Firmen andere teure Firmen wirklich dupen wollen. Wenn man ein ähnliches Produkt rausbringt, das kann immer passieren. Die Make-up-Trends sind immer ähnlich. Deswegen seht ihr dann auf einmal, dass alle Firmen Bronzer rausbringen, dass alle Firmen Blushes rausbringen. Das ist so ein Community-internes Geplane. Verstehe ich nicht. Auch dieses Schwämmchen hier hinten, wer blendet denn damit was aus? Seht ihr, ich habe mir schon ein Loch in die Foundation gemacht. Also, das kann ich einmal waschen und dann passt das hier nicht mehr rein. Hat mir jetzt nicht das gegeben, wo ich sage: Wow. Als Concealer benutzen wir heute den Dior Forever Skin Correct. Das ist ein Ding, viele mögen es, viele mögen es nicht. Ich mag das Füßchen, ich mag das Packaging. Ich mag auch die Deckkraft eigentlich ganz gerne, aber ich weiß nicht warum, er creased bei mir bis zum Umfallen. Von der Textur her ist er so ein bisschen schaumig, würde ich sagen. Also das ist kein cremiger Concealer, sondern es ist wirklich wie so ein Mousse, der sich dann bei Berührung mit der Haut so ein bisschen anschmilzt. Aber er läuft bei mir in die Fältchen leider. Preislich ist er sogar gar nicht so schlecht. Ich glaube, der liegt bei 29 Euro. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Weiß ich jetzt nicht, ob man das braucht. Es gibt mittlerweile auch sehr, 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 sehr gute, günstige Concealer aus der Drogerie mit einer sehr hohen Deckkraft. Klar, bei Dior ist immer noch so ein bisschen Skincare mit drin, aber ich bin so ein bisschen ambivalent, ihr werdet es merken. Neulich habe ich gesagt, ich finde es ganz gut. Auf der anderen Seite
finde ich schwierig. Es kommt so ein bisschen drauf an, wenn eine Drogeriemarke Skincare mit in ihr Produkt mit reinmacht, ist es gut, da freue ich mich drüber, weil die 20 Cent gebe ich gerne mehr mit aus. Aber wenn ich schon 40 € für eine Foundation ausgegeben habe, dann habe ich auch einen Primer drunter genommen oder eine Tagespflege drunter genommen. Da habe ich dann meine Pflege. Und oft ist es so, dass durch die verschiedenen Formulierungen die Produkte einfach untereinander nicht mehr so stimmig sind. Und wenn zu viele Sachen unterschiedlich sind, dann zersetzt sich das Ganze. Deswegen empfehle ich euch immer, wenn ihr euch eine teure Foundation kauft und wirklich sagt, okay, ihr wollt jetzt mal, weiß ich nicht, 100 € in eine Foundation investieren, dann überlegt, ob ihr euch den passenden Primer zu der Foundation mitholt, weil meistens die untereinander sehr stimmig sind. Klar, es kann immer mal sein, dass es bei einem nicht passt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es meistens aber dann funktioniert, wenn die komplette Textur zu jemandem passt. Base ist drauf, ist okay. Dafür ist es aber ziemlich teuer, für ist okay. Ne? Ich glaube, ihr kennt mich. Man kann das nicht logisch bewerten, meine Meinung zu diesen Produkten, weil sie sind teilweise wirklich gut. Und ihr seht, am Ende haben wir ein schönes Ergebnis, außer vermutlich bei den Lidschatten, wo ich sehr enttäuscht bin. Hier ist ein Puder von Kat Von D. Das war mal eine ganze Zeit lang echt gehypt. Ich verstehe es nicht. Also das habe ich wirklich nicht verstanden. Das ist nichts Besonderes. Das ist nicht extrem fein gemahlen. Das hält nicht den ganzen Tag matt. Und es macht auch nicht so ein schönes, weich gezeichnetes Finish. Ich benutze ja immer hier mein Mikrofasertool und kriege dann wie so einen Airbrush-Effekt. Das Puder unterstützt das aber nicht. Mittlerweile benutze ich im Alltag entweder das von KKW Beauty oder günstigere Alternative, das von Asam. Das ist wirklich fantastisch. Also, einige haben es von euch auch schon ausprobiert und mir ein Feedback gegeben, dass ihr es genauso toll findet. Neulich wurde ich gefragt, ob es besser ist als das Zauberpuder. Ja, das kann man nicht vergleichen. Das ist noch ein bisschen feiner gemacht. Das Zauberpuder verändert so ein bisschen die Farbe von der Foundation oder vom Concealer. Das Asam-Puder nicht. Also, das Puder ist genauso wie das Milk-Puder. Wenn ihr das milklose Puder habt, ist im Prinzip eins zu eins dasselbe. Und jetzt seht ihr wahrscheinlich auch schon am Concealer, dass es so ein Stückchen creased. Wie gesagt, kein schlechtes Produkt, aber nicht das, was ich mir von einem Puder wünsche. Und ihr seht auch, das mattiert nicht so gleichmäßig. Und unter den Augen, da haben wir jetzt genau das, was ich meinte. Dieses Ding hat so ein bisschen den Concealer verschoben. Es hat so ein bisschen das Puder nicht richtig haften lassen. Ich habe hier so ein paar dunkle Flecken. Ich glaube, ihr könnt sehen, ne? Also das ist mit eins der größten Flop, also wirklich Flop-Produkte. Ich habe es einfach nicht verstanden. Falls ihr es wisst, hit me up in the comments, please. Jetzt, Freunde, mein Herz, ich bin traumatisiert. Erinnert ihr euch, vor 2, 3 Wochen ist dieser Blush von Dior durch die Decke gegangen. Wirklich. Weil alle gesagt haben, das ist der Blush, den Kylie Jenner benutzt. Gestern oder vorgestern, je nachdem, wann ihr das Video seht, ist ein Video online gegangen von Kylie, wo sie gesagt hat, sie hat den Blush noch nie besessen, sie hat den Blush noch nie getragen und sie kennt den auch gar nicht. Das ist dieser Dior Backstage Rosy Glow Blush. Ein wundervoller Blush, bevor ihr mich jetzt in den Kommentaren lügt, weil ihr euch den gekauft habt. Ich liebe diesen Blush. Ich trage ihn jeden Tag, aber ich habe ihn hier mit reingenommen, weil es für einen Blush natürlich teuer ist. Was er können soll, ist, er soll sich so ein bisschen an die Haut anpassen. Er verändert tatsächlich so ein bisschen die Farbe. Also das Pressing ist schön. Ich hätte mir da gerne ein größeres Design vorgestellt. So ein bisschen wie hier. Es gibt ja auch von Dior diese großen Dinger. Ist süß. Ist ein Blush. Der verändert tatsächlich so ein bisschen die Farbe, wenn er mit Feuchtigkeit in Berührung kommt. Also ihr seht, der ist super, super pink. Der wird im Laufe des Tages auch noch pinker. Also übertreibt es morgens nicht, wenn ihr euch den wirklich kaufen wollt, weil es ein super schöner Ton ist, sehr leuchtend. Übertreibt es morgens nicht, sobald ihr rausgeht und Luftfeuchtigkeit auf euer Gesicht kommt. Seid gewarnt, der gibt euch wirklich noch ein bisschen mehr dazu. Schöne Farbe, mag ich sehr gerne, sieht auch schön auf der Haut aus. Ich habe aber noch was anderes und das ist das hier. Das ist die Cheek Stars Palette von Benefit. Ich habe sie jetzt genommen, weil ich den Hoola Bronzer nicht mehr einzeln habe. Ihr wisst, ich liebe Benefit. Ich liebe die Leute bei Benefit. Ich liebe Benefit-Produkte für die Augenbrauen, Mascara teilweise auch wirklich sehr, sehr gut. Aber eine Sache verstehe ich nicht und ich habe so ein bisschen Angst, dass mit Benefit genau dasselbe passiert wie mit vielen anderen Brands, die sich auf ein Produkt so ein bisschen eingeschossen haben. Es kommt keine Innovation mehr. Also
Klar, wir sind so ein bisschen verwöhnt von anderen Produkten, ne, oder von anderen Marken, die jede Woche was anderes rausbringen. Aber Benefit hat vielleicht noch einen Launch im Jahr, der neu ist. Letztes Jahr oder vielleicht war es sogar dieses Jahr. Diese Magnet Mascara, die war okay. Aber ansonsten bringen sie eigentlich alle 2 Wochen den Hoola Bronzer in einer anderen Verpackung oder in einer anderen Palette mit raus. Und das ist etwas, das nervt mich tatsächlich so ein bisschen, weil ich wirklich die Marke super, super gerne mag, aber einfach nichts Neues ist. Der Bronzer ist okay, ich benutze so ein bisschen Dallas und Hoola zusammen und gebe mir den einfach hier hin. Aber auch dafür gibt es mittlerweile einfach super viele Alternativen. Und man darf halt nicht vergessen, der Bronzer kam raus vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren. Mittlerweile hat sich die Textur auch geändert. Also wir haben in der Beauty-Industrie nicht mehr nur Puder-Puder-Produkte, sondern wir haben wie den Glowish Bronzer, den Bronzer von Hatt, Texturen, die etwas hauttexturfreundlicher sind, wenn ihr wisst, was ich meine. Die ein bisschen feuchter sind, die ein bisschen mehr für die Haut tun und schöner auf der Haut aussehen. Es ist ein wunderschöner Bronzer. Ich benutze ihn auch gerne, aber Benefit an sich, ich habe Angst, dass sie den Anschluss verlieren gerade. Ganz nett, auch die Palette ist ganz nett, sie ist aber sehr teuer. Also die kostet, glaube ich, über 70 € oder so. Klar, ihr habt Full-Size-Größen hier mit drin, aber ich nehme noch ein bisschen Georgia und Cookie ist ein sehr schöner Highlighter. Gib mir den hier mit rüber. Aber das ist nicht mehr das, was neue Konsumenten, glaube ich, gerade brauchen oder suchen. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch bin. Ansonsten ein sehr, sehr schöner Highlighter. Also wenn ihr super hell seid und einen feuchten Highlighter sucht, die Cookie ist ein toller Highlighter. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, wo ich auch so ein bisschen hin und her gerissen bin. Und zwar geht es um die Natasha Denona Trio Chrome Palette. Es ist eine der teureren großen Natasha Denona Paletten und ich muss sagen, die Duo Chromes sind ganz nett. Die Grüntöne hier, also die komplette rechte Seite ist eine Katastrophe, finde ich persönlich. Die sind sehr, sehr pudrig. Die sind nicht diese Natasha Denona Textur. Und ich weiß nicht, was hier passiert ist. Die dunklen Farben, wunderbar. Diese hellen Pastelltöne. Aber das ist, glaube ich, so ein typisches Pastellproblem. Und wenn selbst Natasha Denona es nicht richtig hinkriegt, vernünftige, gut pigmentierte Pastelltöne zu machen, ich weiß es nicht. Das ist die Hautfarbe, die das benutzen kann, ist begrenzt. Vor allen Dingen hier, der mittlere Finger. Das Tungsten, so, die gehen noch zum Ausblenden. Aber die grünen Töne sind sehr, sehr trocken. Man kriegt sie schlecht aufs Auge und sie funktionieren auch nur, wenn ihr sehr, sehr hell seid. Die dunklen Farben sind okay, die benutzen wir auch heute. Wir machen heute einen sehr monochromen Look. Ich fange auch mit der Farbe Tungsten an. Die sind okay pigmentiert. Ihr seht es, die Farbe ist gut. Aber das ist so ein bisschen bei mir vorbei gewesen. Diese Paletten, die so ein bisschen in einem Schema sind, die Bronze, die Tan-Paletten, die sind fantastisch. Die Qualität ist gut. Die kleinen Paletten von Natasha Denona sind fantastisch. Aber hier finde ich, das ist es nicht wert. Vor allen Dingen, weil hier auch nur drei Chrome-Töne drin sind. Wären hier jetzt 20 Chrome-Töne drin oder 5, hätte ich gesagt, gut, ne? Chrome ist teuer, Chrome ist etwas, wo man ein bisschen mehr Geld rein investieren muss. Mittlerweile gibt es aber auch viele gute aus der Drogerie. Ist auch für mich so ein bisschen der Zug abgefahren. Also drei Töne finde ich persönlich zu wenig, dafür ist sie zu teuer und dafür ist die Qualität der matten Töne, die ja hier wirklich in der Überzahl ist, einfach nicht ausreichend. Ich blende das Ganze mit Naga aus, das ist so ein etwas hellerer Ton. Der ist recht gut pigmentiert, aber auch hier stellt euch mal vor, ihr habt dunklere Haut. Wie soll das dann aussehen, ne? Also es sieht dann aus, als hättet ihr euch mit rosa Mehl irgendwie so ein bisschen übers Auge gewischt. Ich liebe Natasha Denona Produkte wirklich und ich bin super happy, dass ich mit denen auch zusammenarbeiten darf. Aber die Palette ist unnötig. Der Ton im Gegenzug ist super pigmentiert. Schaut euch das an. Ich gebe ihn rauf und das ist diese Natasha Denona Qualität, die ich gerne mag. Sieht so ein bisschen feucht auf dem Auge aus. Lässt sich gut ausblenden. Und dann gehe ich mit meinem Finger in die Farbe Kinetic. Das ist so ein blau-lila Duochrome und damit gehe ich einfach oben rüber. Da muss ich sagen, da hat Alicia Marie und BH auch eine gute Alternative gemacht. Ich gehe noch ein bisschen in Color Flip mit rein, da ist noch so ein bisschen Grün mit drin. Also wegen den Chrome-Farben würde ich die nicht kaufen. Dann kauft euch lieber die Chroma, diese Liquid Chromes, die sind fantastisch. Aber hier
Nicht alles. Seht ihr das? Ich habe mir den Bromton auch noch ins Inner Corner gegeben und das macht das Ganze gleich so ein bisschen fleckig. Ich habe eine Mascara. Die ist. Ich fand die ganz lustig. Das Füßchen ist ganz cool. Aber vielleicht könnt ihr es sehen. Da ist kein Stöpsel drin, der das Produkt so ein bisschen zurückhält. Das heißt, ihr habt komplett das ganze Bürstchen voll mit Produkt. Super cooles Bürstchen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Heuschreckenfuß. Aber das ist so viel Produkt dran, die Lash Freak von Urban Decay, dass es eigentlich nur in die Hose gehen kann. Das Füßchen ist sehr unpraktisch, weil du halt nur wirklich diese eine Fläche hast, um die Wimpern zu berühren. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht, das kriegt so, ist nicht schön. Aber im Prinzip hätte ich auch jede andere Mascara nehmen können, die mehr als 20 € kostet, weil ich finde, bei Mascara, da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Ich hatte neulich eine Augenentzündung, weil ich meine Mascara nicht schnell genug gewechselt hatte. Es gibt sehr, sehr schöne Mascaren aus der Drogerie mittlerweile. Rivalazmi, Catrice, Glam & Doll, wirklich ganz, ganz toll. Die einzige Mascara, die es wert ist, Geld auszugeben, finde ich persönlich, ist die Gucci Mascara. Das ist eine der schönsten Mascaren, die ich persönlich habe. Ich liebe die, ich habe sie mir schon nachgekauft. Schönes Packaging, da zahle ich gerne das Geld für. Der Rest. Ich trage mir immer ganz kurz einen Lip Liner auf, denn ich habe einen Lippenstift und ich glaube, da könnt ihr euch schon denken, welcher das ist. Ich trage hier von Nabla die 5, einer meiner liebsten Lip Liner. Und als Lippenstift benutzen wir von Hermes die Farbe Beige Kalahari. Packaging top. Ihr könnt es austauschen lassen, also es ist nachfüllbar. Freunde, 63 € für einen Lippenstift, den ich aufesse und davon nicht satt werde. Dann gehe ich lieber ins teuerste Steakhouse hier in Berlin, hole mir das teuerste Gericht für 63 € auf der Karte und bin satt. Schöne Farbe, nichts Innovatives. Das ist absolut nur ein Statussymbol. Was hingegen gut ist von Hermes, sind die Blushes. Die sind wirklich sehr gut, aber auch da 63 € für einen Blush, ne? Ist ein bisschen viel. Und zum Schluss gehen wir noch mit einem Setting Spray rüber. Das ist das Dewy Set Setting Spray von Anastasia Beverly Hills. Das ist ein gutes Spray für Glow. Der Sprühkopf ist auch okay, aber es gibt aus der Drogerie sehr, sehr gute Alternativen. Ich gebe es mir mal nur auf die Stirn. Es gibt so ein bisschen Glow. Das kriegt er aber auch hier. Catrice Bronze Away LE. 1:1 dasselbe. Und das waren meine Flop-Produkte, die ich persönlich nicht mehr nachkaufen würde, wo sich das Geld für mich persönlich nicht gelohnt hat. Ich bin super gespannt, welche eure Flop-Produkte sind. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und ich würde vorschlagen, wir sehen uns Mittwoch zu einem ganz besonderen Video hier wieder. Passt auf euch auf!